Hallo meine lieben Leute, euer BlueX, mal wieder am Start. WTF, was ist denn hier los? Mal wieder ein Video. Yo, wir feiern 8 Jahre Mario Maker und ich dachte, dieses Projekt findet dieses Jahr nicht statt. Allerdings habe ich im letzten Livestream zufällig dieses Level gehabt und dachte mir so, ja, ist das jetzt ein Scherz oder ist das real? Und ja, es ist real. Es gibt tatsächlich eine Reihe, 8 Jahre Mario Maker Celebration. Es wird fortgeführt. Und ja, der einzige Unterschied ist, es geht nur eine Woche lang. Aber dafür haben wir 16 Level. Und ich denke mir so, ja, wir zocken das einfach mal, ne? Mache ich mal wieder ein paar Videos. Und ich bin sehr gespannt. Dieses Level kenne ich schon, das habe ich schon gespielt. Aber ja, es ist ziemlich cool. Und ich glaube, so während ich hier so nebenbei so ein bisschen labere, kann ich es parallel spielen. Und zwar, wir müssen hier immer gegen diese Donutblöcke knallen und dann aktiviert sich der Switch. Und ich bin gespannt, wie die Qualität von, ja, diesen 16 Leveln sein wird. Ich habe mir auch schon die Creator angeguckt. Dort sind bekannte Gesichter dabei, aber auch Leute, von denen ich noch nie gehört habe. Ich bin sehr gespannt und ja, freut euch auf ein paar Videos und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben dabei, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt und vielleicht auch nach diesem Projekt, wer weiß. Und ja, ich freue mich hier auf jeden Fall sehr, dass ich hier auch mal Videos mache. Ich habe mir auch erst überlegt, das so im Livestream zu machen, aber na, ich dachte mir so, ja, so als einzelnes Video ist es wahrscheinlich cooler, gerade wenn ich halt schneiden tue. Jetzt wahrscheinlich noch nicht, weil ich das Level halt schon kenne, weil hier, ja, bestes Beispiel, ja, man muss hier doch ab und zu schneiden. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen schöner, wenn ich hier das so mache, ne? Ja, und ich hoffe, ihr freut euch. Und das ist für mich auch so ein bisschen ungewohnt, jetzt hier wieder ein einzelnes Video zu machen, ne? Aber, ja, das bietet sich immer an. Das habe ich ja jedes Jahr bisher immer gemacht. Und ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Okay, jetzt wird's hier kritisch. Und es ist sehr, sehr, sehr schön. Und wir haben hier, ja, 16 geile Level vor uns. Das ist sehr cool. 8 Jahre Mario Maker Celebrations. Und ja, oh mein Gott. Checkpoint. Und jetzt geht's nach oben. Ja, die Level sind auch wieder ein bisschen schwierig. Und ich verlinke euch die Webseite in der Videobeschreibung, wenn ihr die Level selber spielen wollt. Das Lustige ist, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Webseite noch nicht aktualisiert. Also es scheint doch sehr spontan gewesen zu sein. Aber ja, ich denke mal, die Webseite wird bald aktualisiert. Oder ich hau einfach den YouTube-Link rein. Es ist egal. Ja, vielleicht kommen dann auch noch mehr Wochen. Ja, manchmal trollen die ja. Und manchmal kommen da dann doch mehr Wochen als ursprünglich geplant, ne? Ich bin gespannt. Aber 16 Level, ich glaube, das ist schon mal ein ordentliches Brett. Und ich denke, ich mache 2 Level pro Video. Bin ich hier jetzt ernsthaft zu langsam? Okay. Ja, 2 Level pro Video. Außer wir haben irgendein Rätsel-Level. Die dauern ja in der Regel immer wesentlich länger. Diese Jump'n'Run-Level, die gehen ja meistens relativ schnell. Und coole Mechanik. Wir müssen hier immer wieder gegen den Ball knallen. Oder gegen den Rückprallring. Und dann kommen wir weiter. Und jo. Und ab jetzt wird jedes Level blind sein. Bin sehr gespannt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und dann spielen wir das Level von Mang Mang. Heart of the Mountain. Und das sieht aus wie ein Celeste-Musiklevel. Okay, Mang Mang ist jetzt eigentlich nicht für Musiklevel bekannt. Aber ich bin gespannt, was hier drin ist. Was ich mich jetzt auch frage, gibt es wieder so eine Art Kuchen in jedem Level? Von dem Level gerade, ne? Ich habe es jetzt 2-mal gespielt. Ich habe keinen Kuchen und auch keinen Ballon Easter Egg gefunden. Mal gucken, ne? Ob wir auf eins finden. Ob wir auf eins stoßen, meine ich. Und ja. Die Musik kenne ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Aber gut, ich habe den Celeste DLC, den habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ja, vielleicht kommt der aus dem DLC.
Aber wir können hier so quasi den Sprung nachbauen. Okay, das ist sehr nice. Und ich glaube, wir müssen, ja, wir müssen, glaube ich, alle Red Coins sammeln, um das Level abzuschließen. Oh Gott, ich glaube, ja, genau so. Ich muss mich hier ein bisschen dranheften und dann erst springen. Okay, das ist gar nicht mal so einfach, aber ich glaube, jetzt haben wir es raus. Okay, nice. Eine coole Mechanik. Und ja, Celeste passt ja auch super hier rein in das Level. Falls jemand weiß, wie das Musikstück heißt, oder... Weil ich glaube, ja, Heart of the Mountain wird es wahrscheinlich heißen. Aber falls das jemand bestätigen kann, ob das im DLC erst vorkommt, dann sagt gerne Bescheid. Und ja, vielleicht spiele ich ja demnächst den DLC auch im Stream. Auf Twitch, ne? Ja, viele wissen ja eigentlich schon, dass ich auf Twitch streame, aber einige wissen es nicht. Und ja, deswegen ja, sage ich es hier nochmal. Ich streame sehr viel auf Twitch und der Link ist auch immer in der Videobeschreibung. Jawohl. Und weiter geht's. Das ist voll ungewohnt hier, wieder so ohne Chat irgendwas aufzunehmen. Das ist krass, aber auch irgendwie cool. Ja, der Donutblock muss hier runterkommen, damit ich hier quasi drauf kann. Okay, nice. Ich hoffe, ich habe alle Red Coins. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Red Coins doch optional sind. Ja, die sind, glaube ich, optional. Okay. 3 Stück haben wir. Das ist eigentlich eine gute Zahl. Jetzt wäre ich fast in den Stachel geflogen. Das wäre es gewesen, ne? Okay, ich glaube, es gibt hier doch einen Kuchen. Oder einen Ballon, Isaac. Ja, sollte ich in einem anderen Level irgendwas verpasst haben, ne? Die sind ja meistens... Ja, nicht immer, aber sie sind teilweise schon sehr krass versteckt, diese Easter Eggs. Dann werde ich das natürlich reinschnibbeln. Und da haben wir auch wieder coole Musik. Die mir jetzt aber auch nichts sagt, ne? Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das DLC-Musik ist. Ja, ich denke schon. Oh, nice. Ja, vielleicht spielen wir DLC, ne? Vielleicht spielen wir den Celeste DLC. Man ist ja auch ein weihnachtliches Game, ne? Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Das bietet sich an. Ja. Mal gucken, ne? Mal gucken. So, jetzt müssen wir hier erstmal hoch. Okay, was haben wir hier? Ein Turm. Hier runter und ich denke, wir können hier nicht sterben. Nee. Also theoretisch schon, aber da muss man sich schon ein bisschen blöd anstellen. Ich wusste, dass ich hier keine Red Coin mehr gefunden habe bisher. Wo sind die Red Coins? Ich brauche Red Coins. Ganz dringend. Aber hier sind keine. Ja gut, die letzte Red Coin ist wahrscheinlich ganz am Ende irgendwo. Ah, das schaffe ich nicht mehr, oder? Nee. Okay. Ja, so ein bisschen... Bisschen schwierig ist das schon, aber mein Mario, der steuert sich ja eigentlich schon ganz gut. Ne? Ich habe den eigentlich schon gut unter Kontrolle. Weil ich jetzt eventuell doch gleich mal schneide, obwohl ich das jetzt schaffe, oder? Oh mein Gott, okay. Mario hängt sich automatisch dran. Ich muss da nicht nochmal springen. Alles klar. Okay, let's go. Das kriegen wir jetzt hin. Ja, ja, der hängt sich automatisch dran. Okay. Na, wie weit kriege ich ihn hoch? Ja, nicht so weit. Okay. Wir brauchen hier ein bisschen Speed. So, ein bisschen Speed. Okay, nice. Perfekt. Und wieder ein Donutblock. Ja, mehr oder weniger. Eine Plattform, die tut's auch. Oh Gott. Ja, aber da kommen wir direkt hin. Also langsam mache ich mir schon Sorgen. Bezüglich den Red Coins. Oh, warte, ich muss hier den locken und dann hier drauf auf die Kanone und dann hoch. Okay, das ist nice. Ah, ja, okay. Ich glaube, noch schneller als gedacht, tatsächlich. Das ist auch sehr gut. Aktuell spiele ich sehr, sehr viel
Expert und Super-Expert auf Twitch. Ja, es ist immer irgendwas Neues dabei. Es ist einfach cool, es wird nie langweilig. Und... ja, kommt auch bei euch ganz gut an. Kann ich da nicht einfach so hoch? Hm, okay. Ich denke mal, da oben ist eine Coin. Oh Gott, come on. So, jetzt. Ja, hier ist eine Coin. Oh, aber ich glaube, ich habe eine Coin verpasst, tatsächlich. Ja, doch, ich habe sie verpasst. Außer hier sind noch zwei. Ich kann mich hier umbringen. Aber, das tun wir nicht. Ja gut, ich werde euch das Secret zeigen. Oder bin ich hier... ah, doch, doch, doch. Ich kann hier ins Ziel rein. Okay, man kann sich nochmal umbringen, wenn man eine Münze verpasst hat. Und ja, ich schneide euch jetzt die Münze rein und das Secret. Und ja, das war doch ein schöner erster Part, würde ich sagen. Also seid beim nächsten Mal dabei. Daumen hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Euer BlueX2 und ciao.